Warum sind jetzt alle drin, außer ich? Weil wir uns um die Sitze gestritten haben. Nein, du streitest dich. Ich sitze hier einfach nur. Du bist ein Mongo. Und du bist ein Lappen. Getränkt in Milch. Gute Nacht. Pull yourself together, you weak. Nobby. Es kommt zu wenig Last of Us. Dann denke ich mal, es kommt zu wenig Story-Spiele. Ja, weil heutzutage, du willst ja nicht ein Franchise, ein neues Franchise aufmachen, kostet so richtig Kohle. Toll. Tolles Landungsgebiet. Um die Rakete rumgehen einmal. Wieso? Du kannst doch hier hochspringen. Ach so, da. Oh, was ist das denn? Das sind deine Lieblingsfliegen. There is red sugar over here. Schon wieder eine Granate geschmissen. Ich bin kotzt. F. Hier oben geht's weiter. Also jedenfalls ist hier Erde. Passt, Jordel. Wieso? Ich bin oben. Ja, du bist auch oben. Und ja, es ist hier der... Was hat Paratuna gemacht? Oh, ich wollte mir das mal ansehen. Weil ich habe Solaris hier oben gesehen, dann war er weg und ich dachte, hier muss da irgendwas sein. Watch your fire, moron! Willst du nicht zu uns kommen? Komm doch! Wer baut denn da alles ab? Also Zeit gibt's ja nichts zum Abbauen. Jedenfalls sehe ich noch nichts. Naja, wir schießen kleine Viecher an der Wand kaputt. Du qualmst, cool. Ja, jeder von euch qualmt irgendwie so, wenn ihr laufen tut. Das nennt Lauf sich Staub oder Sand, was wir aufwirbeln. Dafür müsstest du ja eigentlich Experten sein, Jörg. Richtig, mit deiner Sandmuschi. Hör auf mich zu beleidigen, Pascal. Seit wann ist Biologie beleidigen? Ach, da oben ist so ein Kristall drin in der Wand. Und da haben wir Holomid. Mich echt um. Und warum hängt das Ding so tief im Sand, dass ich da nicht rankomme? Wie im Badezimmer hier, ey. Und was bist du? Meinst du, Jordan stellt die Location? Alter! Das ist ein Auge. Das ist kein Auge, das ist irgendein Ding. Das schießt
ein explosives Teil nach oben. Siehst du das nicht? Jetzt. Ja, jetzt ist es tot. Ja, toll. Du bist ein toller Biologe. Disco. Pogo. Disco, Pogo. Just take your sweet time, old lady. 7 Tage wach, wer hätte das gedacht? Ich habe heute auf Deutschlandradio gehört, eine Insel mit 2 Bergen. Den alten Techno-Remix aus den 90ern. Wow. Das fand ich schon ziemlich krass. Das sind so diese Momente, wo man merkt, wie alt man ist. Nämlich 18. Mal 2. User banned. Wenn du 18 bist, dann dürfte ich ja erst 14 sein. Ja. Das heißt, ich wäre ein zweiter Robin, oh Gott. Morgen geht's zur Arbeit, Praktikantenstelle. Schulpraktikum hast du. Hör, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Oh. Solarius auch. Behindert, ne. Jordel, ich nehme an, du hast mit dem großen Spaß, oder? Ich hab mit dem kleinen Spaß. Da ist ein großer dabei. Jordel, was alles in deiner Musik? Ja, aber Freestyler ist ja auch, sag ich mal, ein Sommerhit aus der Zeit, wo ich ja auch noch 18 war. Beziehungsweise Freestyle war ich, glaube ich, 17 oder so. Ich müsste jetzt nochmal gucken, welches Jahr es war. Also, wer gekommen? Du Freestyler. Waka waka flow, ne? Ja, das Video war, fand ich ganz cool. Ja, der Junge, der überhaupt nichts mit der Musik zu tun hatte. Ja. Und der hatte. Der alt. Dreads. Oh. Das war rebellisch. Red Sugar! Das waren noch Zeiten, als man sich im Musikvideo nicht ausziehen musste. Und nicht jede Sängerin automatisch irgendwie pornografische Handlungen durchführte. Als es noch kein YouTube gab. Als Menschen noch rausgegangen sind. Als Menschen noch an die Wasserscheidung gegangen sind, genau. Oder hier. An den See. Als AOL noch groß war. Freestylers von 99. Komm, Barato, wir gehen allein hier lang. War ich 12. Da war ich noch gar nicht geboren, ja. Natürlich. Oh, Magnet. Ich glaube, wir waren hier schon mal. Ja, es ist ein Stück zurück, den wir gegangen sind. Barato, wir sind hier richtig. Ich lauf Solarius nach. Ja, Solarius hat, glaube ich, den besseren Weg gefunden. Nämlich nicht den Rückweg. Und damals gab es kein Streaming. Damals wärst du heute arbeitslos gewesen. Damals wäre ich heute arbeitslos. K-Leitung. Damals hatte ich DSL. Oder? Doch, ich glaube, da hatte ich schon DSL. Damals musstest du aus dem Internet raus. 2000. Was? Wenn jemand anrufen willst. Richtig. Da hat man die Leitung blockiert, wenn man die East End bei der Leitung blockiert hat. Contact! 4, wait 6, no, 12! A lot of aliens heading your way. Hä, waren wir nicht hier auch schon?
Frage. Oh! Entweder kommt der Schwarm zu euch. Zu uns. Nein, der teilt sich auf, der kommt rein. Ich hab Proof verloren! Nein, ich hab ein Loch gebuddelt. Warum? Entweder hast du Proof verloren oder du hast. Oder Proof hat dich verloren. Oh, ich hab. Du bist weg? Nein, ich bin nicht weg. Mach doch einfach mal SRG und guck, wo meine Silhouette ist. Ja, so hast du mich verloren. Ja, schmeiß dir noch irgendwas gegen den Kopf. Was entgegen? Wir sind draußen. Hinter uns, hinter uns! Ja, komm einfach aus dem Loch raus. La Paloma Blanca. Über the mountain I fly. Fly, fly, fly. Gibt's eigentlich noch Under the Dome? Ne, die haben auch dicht gemacht, ne? Gibt's nicht mehr, nur als CD, glaube ich. Unglaublich, was man gar nicht mehr mitkriegt. Supply drop has been ordered and is on the way. Ist immer noch diese dramatische Musik. Ach, da wo wir rausgekommen sind aus dem Loch, hier sind die Ressourcen noch. Fick dich, Rücken. Fick dich. In 30 Jahren wird er dich ficken. Der Rücken fickt mich jetzt schon. Kauf dir mal einen ordentlichen Gaming-Sessel. Das ist ein ordentlicher Gaming-Sessel schon und daran liegt's ja nicht. Tja, du hast halt die letzten zwei Tage zu wenig auf diesem Stuhl gesessen. Richtig, normalerweise heilt dieser Stuhl mich über die Zeit. Und ich habe einfach zu wenig drauf gesessen. Das ist ein geiler Stuhl, Mann. Das ist ein Hammerstuhl. Wie ist denn dann der Stuhlgang? Ist der auch so Hammer? Der ist super. Kaufen Sie jetzt diesen Stuhl. Hier wäre Erde zum Buddel. Er heilt wirklich alles. Außer Jordel. Aber man kann ja nicht solche Wunder erwarten. Sollen wir da den Fachmann ranlassen? Gut. Das kann ein bisschen dauern manchmal, bis ein Clip angezeigt wird. Wenn ihr einen erstellt im Chat. Ich muss da eh mal durchgucken die Tage, wenn ich ein bisschen Luft habe. Morgen wird ja wieder ein sehr arbeitsreicher Tag, weil ich ja Mittwoch nach München fliege. Da werde ich an dem Tag keine Zeit haben. Sagst dann halt aber Bescheid, wann das weitermachen. Ja, sag ich Bescheid. Baratur. Nur wir werden dann
Muss ich mal gucken, wie ich morgen Abend drauf bin. Also vielleicht können wir morgen Abend sogar weitermachen. Hilfe, Hilfe, Decke, Hilfe, Decke. Wegen was denn? Wo? Decke, Hilfe. Gern würde ich jetzt Jordel durchsuchen. Nur Donnerstag würde ich gerne Wehrmacht 2 spielen. Wenn das rauskommt offiziell. Vermintide, das Warhammer-Ding. Aufstehen. Und Teufelssalbe habe ich mir mal besorgt. Ich habe auch noch Pferdesalbe. Oh, ich habe sogar die. Ich guck gleich mal. Ich müsste noch ein bisschen von dieser Teufelssalbe haben. Die ist zwar echt teuer. Aber dieses Brenngefühl ist halt echt angenehm. Also das Erwerbende von der. Das ist nämlich nicht so extrem wie bei anderen Salben, die auf Kapazitbasis sind. Oder Kapazit, wie man es nennt, was dieses schärfe Zeug ist. Kapsaizin, danke. Und es gibt noch irgend so ein anderes, das habe ich auch mal geholt, das war auch nicht so verkehrt. Obwohl das irgendwie vom Brenngrad tagesabhängig ist, wie heiß das ist. Wo war ich das? Tschüss! Das ist genauso wie bei diesen Wärmepflastern, die ein Heidengeld kosten. Wobei ich auch sagen muss, du kaufst dir einfach... Bier. Nee. Oh, mach den Wolf. Es gibt ja immer diese Wärmepflaster, sag ich mal, Hansaplast, irgendwas. Die halt zwar auch wärmen, aber ich weiß nicht, diese Thermak, die sind halt auch auf Basis von so Mittelchen. Und Thermak hat ja zum Beispiel das Patent darauf, das mit diesem Kohlezeug zu machen. Da ist eine chemische Reaktion, die Wärme erzeugt und das halt für sehr lange. Und die chemische Reaktion wird dann nicht in der Haut ausgeführt, sondern ist halt, ABC-Pflaster, dann war es die. Deshalb finde ich die Thermacare, also so ein... Ich habe früher, wenn ich wirklich richtig Probleme habe, ich mir diese Thermacare bunt geholt und um den Rücken gelegt und es war so geil. Aber die sind halt auch echt teuer dafür. Da ist irgendein Kohle, irgendwas Zeug drin, was mit der Luft reagiert und dadurch halt diese Wärmereaktion entsteht. Beziehungsweise es entsteht eine Reaktion, durch diese Reaktion kommt es halt zu Wärme. Das hält auch echt lange. Kann sie den ganzen Tag damit rumrennen. ABC sind mit Cheyenne-Pfeffer, genau. Und das merkst du halt. Ja, ist ja nur die Grundlage für die Schärfe, sag ich mal. Wenn dir zu Hause Soße fehlt, kannst du ein ABC-Pflaster über dein Fleisch ziehen. Ich glaube, dann stirbst du. Zu Recht. Wie ist der Unfall passiert? Er hat sein ABC-Pflaster über die Zunge gezogen. Oh, das gibt's bestimmt. Ansonsten wird RTL das in ein Drehbuch verfilmen. Stimmt in irgendeiner Folge GZSZ. Ich muss sagen, ich folge euch gerade nur und vertraue darauf, dass wir auch alles einfach mitnehmen, was wir so finden. Du willst bis 11 fertig werden. Ja, sind noch 12 Minuten. Contact, lock and load. Reloading. RTL Drehbuchautor ist der geilste Job, ey, nach Porno Drehbuchautor. Kannst nirgendwo absurdere Sachen schreiben.
Hallo, Mr. Dan. Was bei Rückenschmerzen auch gut hilft, 20 Milligramm Morphin jeden Morgen und jeden Abend. Oder Morphium. Hast du Spaß dran? Ja. Und danach Livestream. Aber Verdrufte filmt man ja nicht. Tut mir leid, dass ich deine... Deine, wo ist der? Deine Illusion zerstört habe, aber RTL gibt's genauso wenig wie Super RTL. Nee, Moment, wie Weihnachtsmann. Die könnt ihr totkloppen mit der Spitzhacke. Mach ich ja. Die sterben schon an deinen Schreien, Jörn. Aber hattest du was Schlimmeres am Rücken, ne? Also wenn du schon Morphin nimmst. Ich hatte eine Zeit lang Nidodoktin oder irgendwas, ein Schmerzmittel mit N, das ist eine Stufe vor Morphin. Irgendwas mit N war das. Das kannst du in der Tropfenform selbst dosieren. Damit kann man sich gut wegschießen, ey. Ja, ich hab's gesehen. Novalgin? Genau, Novalgin. Habe ich dazu auch das Richtige gesagt, dass es schon recht stark ist als Schmerzmittel? Ja. Gut. Aber es hat wirklich gut geholfen. Das hat eigentlich gegen jeden Schmerz geholfen, ey. Danach war ich Major Pain. Er ist auf jeden Fall verschreibungspflichtig. Ja, es ist verschreibungspflichtig. Ja, was wollen wir denn jetzt noch hier? Ja, wir wollen eigentlich... Ich weiß nicht, wo lang. Ihr müsst mir sagen, wo lang. Wer ist hier der Imperator? Ah, da oben ist übrigens, noch mehr zum Abbauen. Habe ich, glaube ich, gerade gesehen. Nein! Das wollte ich gar nicht machen. Du warst Ibo-abhängig. Woran hast du das gemerkt? Dass man, nimmt man einfach zu viel Ibo. Ich bin bei sowas eigentlich ziemlich vorsichtig. Klar, wenn ich Schmerzen habe, ja. Aber jetzt einfach mal so zu sagen, okay, ich muss jetzt da und da hin und das könnte vielleicht wehtun, dann nehme ich mal lieber zur Vorsicht eine Ibo. Das gibt's jetzt bei mir nicht. Ich glaube, hier waren wir schon. Ja. Wir sind jetzt einfach etwas höher. Wirbelsäule wurde versteift auf einer Strecke von 7 cm. Setzt ja nicht zuerst irgendwie eine Spritze in den Rücken rein. Ich finde ja Krankheitsgeschichten immer interessant. Nicht, dass ich auf Schmerzen stehe, aber was es halt so alles gibt. Das kann man ja immer selbst auch mal treffen. Hier ist noch einmal Muni. Ja, weil ich keine genommen habe. Ich finde, man sieht auch ganz gut, wo wir waren, an den Löchern überall. Das stimmt. An den Leichen sollten hier welche zu finden sein. Leichen verschwinden wieder. Die lösen sich auf. Hä? Aber hier können wir nicht gewesen sein. Nee, hier waren wir nicht. Vor allem, wenn ich den Scanner traue, können wir durch die Steinwand durch oder wenigstens dran vorbei. Ach, ihr Bananen, hier ist ein Loch an der Seite, wo du durchgehen kannst. Lass deinen Stein in Ruhe. Hier waren wir.
Hier sind auch Flares. Stimmt. Und da hinten, das wurde, glaube ich, ausgebuddelt von mir. Vielleicht müssen wir über die Steine springen. Und dann? Mach mal. Keine Ahnung. Attention! Doch, wo seid ihr denn jetzt? Ich lauf Solerius nach. Gibt zwei Sorten. Eins, was eine Pegel hält, die nimmt man immer. Und das, was man bei Akut nimmt. Ich hatte das mit Pegel und nahm dazu für Akut, weil mein Körper sich so dran gewöhnt hat, dass nichts mehr geholfen hat. Ich habe eine Hirn-Wasser-Kreislaufstörung und das drückt auf die Nerven, sodass ich permanente Schmerzen habe und ich nehme 0 Medikamente deswegen. Okay. Stell ich mir aber auch ziemlich... Und man kann da überhaupt nichts machen? Ich kann ins Koma legen, aber die Alternative ist nicht so gut, ne? Nee, bin ich aber, wenn man so sagt, auf Nerv, wenn Druck auf Nerv ausgeübt wird, dann muss man ja irgendwie diesen Druck entlasten können. Wenn da ein Dauersignal erzeugt wird, kannst du da nichts entlasten. Das ist ja nicht immer physisch. Ja, physisch schon, aber nicht, dass da jemand drauf drückt, sondern einfach, dass der Nerv vielleicht kaputt ist und andauernd Reiz gibt. Ja, sind wir wieder ganz am Anfang. Gehen wir einfach in die andere Richtung von damit. Here we go! Worüber lachst du? Zumindest haben wir mal den Anfang hier gefunden. Nein, ich glaube, wir müssen. Man kann nichts dagegen tun, weil sie zu klein ist. Auch habe ich MS, was auch eine kleine Rolle in dieser Sache mitspielt. Ich gehe mal hier runter. Gute Nacht, Jordel. Gute Nacht, Jordel. Gute Nacht, Jordel. Kann nicht sein. Haben alle denn ihre Koffer ausgeleert? Nicht, dass wir das nur mit uns rumschleppen. Nein. Ich hab 14 Gold und 16 Nitra. Ich hab auch nur Nitra und Gold bei mir drin. Ich hab nur 3 Gold. Permanentschmerzen stelle ich mir wirklich doof vor. Weil ich ja auch jemand bin, der mal hier und da immer wieder Kopfschmerzen hat. Und das kommt, also ich denke schon, das kommt vom Rücken, aber der Rückentyp kann mir da auch nicht helfen. Bei uns der Chiropraktiker. Der sticht mir ein paar Nadeln in den Rücken, renkt mich ein, dann ist das wieder gut nach ein paar Tagen. Ja, du musst dich einfach mehr bewegen. Ja, das ist wie vorhin mit dem Koma legen, ne? Die Alternative ist halt nicht so toll. Wieso? Wenn du die ganze Zeit nur rumsitzt, verkümmern deine Nerven. Damit stimuliere ich die doch, indem ich sie immer mit einer Gabel in die Steckdose packe. Nein. Ah! Deshalb fährt Jordel ja regelmäßig Uber. Jede Sucht ist Gift. Ah, sammeln, sammeln, sammeln! Ah, oh, das hackt hier die Mission. Ich bin bei Jordel. Das bedeutet, dass ich voll am Arsch bin. Baratur, wo bist du? Ja, wenn ich das doch wüsste, du dreckiger Lappen! Baratur, ich will dich! Warte, ich folg dir, Mule! Ja, es ist jetzt auch die Diskussion dann direkt mit den Opiaten, dass ja natürlich Cannabis, medizinisches Cannabis, sagen wir jetzt, nicht das, was man auf der Straße kauft, ja schon hilfreich sein kann bei solchen Patienten. Wenn wir jetzt nicht ganz täuschen. Und ich bin jemand, der sagt, medizinisches Cannabis ja, aber eine reine Legalisierung. Medizinisches Cannabis ja, aber eine Legalisierung nein. Also es
Also als Genussmittel. Ich finde, dafür ist das zu wenig erforscht. Ich bin dafür, dass man das einfach mal ein bisschen, sag ich mal, lockert vom Forschungsstatus her. Und dann soll es erstmal kontrolliert werden in Studien, weil kein Wirkstoff macht einfach nichts. Ja, vor allem ist das medizinische Cannabis, da habe ich letztens, glaube ich, eine Doku gesehen aus, was, glaube ich, Israel, die ja in der, also da ist ja Forschung mit Cannabis erlaubt, so wie ich das richtig weiß, ich glaube, war Israel oder irgendwas anderes. Irgendwas mit I. Indien. Indien war es nicht, definitiv. Dafür waren in der Doku zu wenig Inder. Und da ist wirklich dann das gesamte THC, glaube ich, war glaube ich das THC und dann gibt es den Zweitwirkstoff, der ja diese Süchtigmacher-Geschichte macht und beziehungsweise diesen Rauschzustand erzeugt. Oder genau umgekehrt. Ich bin da nicht 100% sicher gerade. Auf jeden Fall können die diesen, den Rauschzustand komplett rausfiltern inzwischen und können halt wirklich die Substanz rausholen, die für diese Schmerzlinderung und das Beruhigen notwendig ist. Vorsicht, da kommt noch ein Dicker. Die Specs von meinem PC haben nichts mit dem Streaming zu tun, weil Streaming läuft über einen zweiten PC. Ich glaube auch, dass der Codeinanteil höher ist. Umgekehrt. THC ist das Rauscherzeugnis. Ja, dann so rum. Da wurde einer gefangen genommen, oder? Nö. Nö, nö, wir stehen doch hier. Weil ich was suche. CBD, danke. Noch für die Ergänzung. THC ist der Rausch und das Codein, das CBD, das ist der beruhigende und schmerzlindere Wirkstoff. Und das finde ich ja super. Also wenn du ein Medikament hast, was, sag ich mal, keinen Rauschzustand mehr erzeugt, sondern halt nur noch für diese Schmerzlinderung funktioniert. Und das halt aus Cannabis hergestellt werden kann. Warum nicht? Ist doch perfekt. Baratur. Ja. Das war auch sehr interessant, dass die halt nicht, das nicht in Joints machen, sondern die haben halt eine, die ziehen halt wieder das CBD, Moment, muss ich mal gucken, das CBD aus der, also das Substanz raus und können das wirklich in eine Tablette umformen. Weil der hat gesagt, also da haben die halt gesagt in der Kommission, wenn du das über einen Joint einnimmst, dann sind die, ist die Aufnahme von diesem, oder wenn du dieses Grasöl nimmst oder Cannabisöl, ist die Aufnahme von dem CBC sehr unterschiedlich. Oder CBD. Jetzt komme ich ganz durcheinander. Und da ist nämlich so eine starke Varianz in den Prozenten drin, dass es auch sein kann, dass einfach gar nichts hilft beim einen Mal. Und beim nächsten Mal hilft es zu viel und solche Geschichten. Und deshalb ist dieser Schritt halt nötig. So hat er es erklärt, aber das war natürlich der Sprecher von dieser Firma. Jetzt sind wir wieder an dieser Stelle. Aber ich kenne halt diese ganzen Kifferdiskussionen halt noch. Ist voll gesund, kommt aus der Natur. Ja. Tabak auch. Alkohol wird auch aus Naturprodukten eigentlich hergestellt. Tötet trotzdem Leute. Ich glaube auch wirklich, dass Cannabis nachzuweisen, dass es für einen Tod zuständig ist, ist sehr schwierig. Ich habe mal jemanden von der Pharmaindustrie
gehabt auf dem Teamspeak. Auch länger. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Früher war der mal immer hier. Aber wie, so, ich habe hier noch Mordheit gefunden. Okay, das ist super. Der hatte aber mal erzählt, dass Deutschland eigentlich als Pharmaziemarkt total doof ist als Händler. Weil wir ja nur so kleine Mengen zulassen und hier sind die Regeln. Die Regeln sind halt sehr streng. Da ist die USA einfach ein geiler Markt, weil man in den USA alle Sachen einfach in riesigen Behältern verkauft werden kann. Da gehst du ja auch in den Laden, Waffen kaufst auch in riesigen Behältern und holst dir halt eine riesige Packung Aspirin, 500 Stück oder irgend so eine Kacke. Und da machst du halt richtig Kohle mit, anstatt dass du hier diese 20 abgepackten Dinger kaufst. Das amerikanische System scheint schon besser zu sein. Ja, darum sind sie alle medikamentenabhängig. Oder erschossen. Oder schwarz. Was? Ja, jetzt müsstest du dich eigentlich selbst dafür bannen. Nee, geht erst ab in einer Stunde. Stimmt, 1 Kilogramm Aspirin haben wir gekauft, als wir in den USA-Kasernen waren, während meiner BW-Zeit, Bundeswehrzeit. Es geht ja nicht um Sturheit, es ist ja auch kein. Ich finde auch. Ich bin gestorben! Ich bin auch ein Fan von Akupunktur. Ich finde das an sich schon cool und bis jetzt hat es mir eigentlich immer ganz gut geholfen. Und meiner Oma zum Beispiel damals auch, als die so Probleme hatte mit dem Bein, da ist sie, hat die auch Akupunktursitzungen bekommen und dann hat sich das wieder gerichtet. Ich stehe übrigens an dem Punkt, ich brauche eine Plattform. Ja, wo bist du denn? Nur man will ja auch nicht jetzt das komplett aufmachen, um zu sagen, das ist ja so ein bisschen um Scharlatan-Kram, die Tore zu öffnen. Also es muss ja schon so ein bisschen Regeln geben. Also ich würde jetzt nicht auf Studien der 80er zurückgehen. Ich würde gerne, dass das wieder das, was Aktuelles gemacht wird. Ach, da oben ist noch mehr. Aber es sind die Sachen, denke ich, die uns fehlen. Aber Drogenthema ist eh immer schwierig. Dann gibt es die Diskussion, ist das eine Einstiegsdroge? Natürlich, wer Cannabis kauft oder konsumiert, ist nicht gleichzeitig von irgendwas anderem abhängig irgendwann mal. Aber die Situation ist halt, du lernst halt durch Cannabis oder durch den Dealer, wovon du das kriegst, der bietet vielleicht auch mal was anderes an. Und der muss jetzt auch kein Gewissen haben. Hast du noch eine Leine, Barato? Nee. Aber warte mal. Ja, Proof, würdest du da? Hier, Jordan, mach Plattform dahin. Wohin? Marker up! Nicht dahin, wo ich gedrückt habe. Molly, komm her! Sollten wir nicht lieber auch erstmal ein bisschen runtergehen? Wir können das doch mal holen. Ich lade noch auf, Moment. Und ja, Tabletten sind gefährlich. Weil du ja heute auch eher sagst, ah, mir tut irgendwas weh. Ach nee, zum Arzt habe ich jetzt keine Zeit. Zu viel Stress. Dann nehme ich einfach eine Tablette, dann verschwindet das vielleicht wieder. Aber das Problem bleibt halt bestehen. Ist ja auch nicht so geil. Vor allem, was ich auch so von der Arbeitswelt mitbekommen habe.
in meiner Zeit war ja, dass vielen Leuten einfach die Arbeit dann wichtiger ist als ihre eigene Gesundheit. Und da muss einfach auch meine Erfahrung sein, wenn du dich kaputt arbeitest, das dankt dir kein Schwanz. Außer du bist halt selbstständig. Wenn du stirbst, dankt dir das der Staat. Ja, dann kriegst du eine Karte an deine Familie von Merkel. Weil die lässt sich ja in Androiden transformieren. Ich muss bald in Kur mit 22. Viel Spaß. Ich hatte meine erste Kur mit 4. Ich muss gerade überlegen. Digga, Digga! 27,5, glaube ich, war ich. Aber ich fand die sehr angenehm. Was war das, Mutter-Kind-Kur? Hm, bitte? Mutter-Kind-Kur oder wo bist du? Ja, ich will zur Mutter-Kind-Kur mit dem Mops. Den gab's damals noch gar nicht. Hä? Läuft der nach Hause? Ne, der ist zu dir gelaufen. Moment, wir können hier noch ein Ding rausholen, oder? Meine MGs sind gleich leer. Ja, die ist eh vorbei. Die Welle. Oder hat hier schon jemand das Ding rausgeholt? Ne, ich hab's. So, dann können wir ja Gas geben. Halt an, der Gerät. Der Gerät startet. Kur ist super, ey. Ich wünschte, ich wäre eine Frau und könnte später auch so Mutter-Kind-Kur machen und so weiter. Ist ein bisschen wie Klassenfahrt, nur dass... Obwohl, an sich ist Sex mit anderen Teilnehmern verboten da. Aber Kur ist Kur. Wieso? Wie wieso? Psychosomatische Probleme werden wahrscheinlich mal, also die Hauptursache für Arbeitsunfähigkeit, sind zurzeit auf Platz 2. Da habe ich lustigerweise auch letztens noch was drüber geguckt. Ja, der ist Lass tot. Mich liegen. Lass mich liegen. Nein, noch haben wir genug Zeit, ihn zu holen. Der ist runtergefallen. Ich hole ihn. Ich bin ganz unten. Jordan, wie schlecht bist du eigentlich? Ich bin auf den Abhang, wollte ich auf den Abhang, aber dann... Achtung! Hier, hier ist ein Seil. Ich brauche kein Seil. Ich bin Batman. Ja, aber ich komme da nicht hoch, du Penner. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann dir auch nicht helfen, da hochzukommen. Ich konnte dich nur wiederbeleben. Das hat's ja voll gebracht. Jordi, es wird ja wohl einen Weg geben irgendwo. Ja, ich komme mit den Seilen. Bin down. Weshalb? Also Lerius und ich hier Spaß haben. The mule has been successfully retrieved. Make it snappy, team. The drop pod won't hang around forever. Warte, ich komm da, Ratur. Ja, dann viel Spaß. Was ist hier los? Warum sind hier so viele Dinger drin? Warum sagt ihr mir das nicht und lasst mich einfach reinkommen? Wir haben gesagt, wir haben hier Spaß, Mann. Ja, ich dachte, ihr habt wirklich Spaß und ihr habt euch nur aus Jux und Dollerei gegenseitig getötet. Oh shit, Alter. Oh, Alter, warum kommen da so viele? Ich glaube, du bist der letzte Überlebende. Ach, scheiße, ja, weil hier, das ist nämlich die Scheiße, wenn man diese Löcher buddelt. Da ist da 8000 Viecher drin. Ja, sorry, aber das schaffen wir nicht. Und kannst sie nicht töten. Ja, ruhig bleiben. Entweder gehst du außen rum oder tötest jetzt nacheinander. Stellen Geschütz auf. Du kannst das Kind auch so cool, ist nicht auf Mütter beschränkt. Juhu! Jetzt brauche ich nur noch ein Kind. Dann kann ich aber auf Karte gehen. Coitus ist eigentlich nicht gern gesehen auf Kur, weil du ja in einer Umgebung bist der Entspannung, plus dass du ja natürlich viele Leute findest mit Problemen und dadurch das entsteht, dass du jemanden findest, der natürlich jetzt all deine Probleme verstehen kann, weil der ja auch irgendwie kaputt ist gerade.
Und deshalb, ja, sorry Leute, aber das schaffe ich nicht. Ja, ich sehe auch, dass hier einige in deiner Umgebung sind. Und deshalb ist, sag ich mal, auf Kur mit irgendwem zusammenkommen und so weiter, nicht immer von Erfolg gefrönt. Was eine Zeitverschwendung. Ah, wir haben Gold bekommen und sogar noch ein bisschen XP. Was eine Zeitverschwendung. Ja, sorry. Nein, nicht deine Schuld. Aber da sind 40 Viecher aus der Wand gekommen. Ich glaube, das war von Jordl geplant, runterzufallen. Nein, ja, es ist trotzdem stressentspannend. Lass mich liegen. So, aber jetzt machen wir Feierabend.